Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zu einer neuen angezockt Reihe hier auf meinem Kanal Taktikfuchs Tactical Gaming. Ihr seht schon, es steht was Besonderes im Haus, Aliens Dark Descent. Und für alle, die schon länger auf meinem Kanal sind, die wissen, dass ich eigentlich auf Rundentaktikspiele spezialisiert bin. In diesem Bereich habe ich wirklich alles gespielt, genreübergreifend, sei das XCOM oder Xenonauts, Sci-Fi-Setting, Hard West im Wilden Westen mit ein bisschen Horrorelementen oder auch so Sachen wie Phantom Doctrine, egal. Solange Rundenstrategie drin ist, habe ich es angezockt. Auch die Expeditions-Reihe mit Rome oder Vikings war sehr, sehr cool. Und von was ich bisher immer die Finger gelassen habe, war Echtzeit, weil es mir einfach zu stressig und zu unübersichtlich war. Aber ja, Aliens Dark Descent, das reizt mich einfach seit Release schon. Und ich habe da damals schon das ein oder andere Video dazu angeschaut und ich muss sagen, ich war angefixt. Jetzt habe ich das Ganze diese Woche am Montag im Livestream gespielt und es kam sowohl bei meiner Zuschauerschaft als auch bei mir selbst sehr, sehr gut an. Ich hatte richtig gute Laune, es hat sehr viel Spaß gemacht, dort weiterzumachen und dann habe ich mich spontan dazu entschieden, eine Angezockt-Reihe auch für euch hier auf YouTube zu machen. Ich möchte zuerst einfach mal nur die Tutorial-Mission, also mehr oder weniger das, was ich auch im Stream gemacht habe, den Livestream. Falls ihr euch den anschauen wollt, den findet ihr auf meinem Uncut-Kanal. Es sind über 3 Stunden am Stück. Hier werde ich das jetzt so handhaben, dass wir einfach mal die Tutorial-Mission spielen. Ich werde euch ein bisschen was über die Spielmechanik sagen. Ich werde es euch so weit erklären, wie ich drin bin. Wie gesagt, mehr als diesen einen Stream in-game habe ich auch nicht. Aber ich habe da so einiges an Mechaniken kennengelernt. Das Tutorial ist sehr, sehr gut, nimmt einen sehr schön an die Hand, also kann ich euch nur empfehlen. Und ich nehme an, dass wir hier jetzt so 5 oder 6 Folgen Aliens Dark Descent sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Premiere, muss ich schon sagen, hier auf meinem Kanal. Taktikfuchs und Echtzeit, kann das funktionieren? Ich wünsche euch viel Spaß beim Herausfinden. Eine Sache noch vorab, sollte euch dieses Angezockt Lust machen, das Spiel selbst zu spielen, dann darf ich euch meinen Keyshop-Partner MMOGA ans Herz legen. Bei Steam kostet das Spiel aktuell 39,99, bei MMOGA spart ihr 20%. Aktuell gibt es dort den Key für 31,99 und gleichzeitig unterstützt ihr hier noch meinen Kanal. Ich packe den Link mal in die Videobeschreibung, wünsche euch an dieser Stelle schon mal viel Spaß beim Selbstspielen und vielen Dank für eure Unterstützung. So, jetzt geht's aber direkt los. Gut, gehen wir's an. Neues Spiel. Neuer Speicherslot, Schwierigkeitsgrad könnt ihr hier auswählen von dem Geschichtsmodus, der mehr oder weniger dann nur die Story und ganz, ganz leichte Kämpfe bis hoch zu Albtraum. Ich denke, mit Mittel sind wir hier ganz gut aufgehoben. Bei der Rundenstrategie gehe ich eigentlich immer auf den schweren Modus, aber hier, naja, ich glaube, da bin ich mit Mittel ganz gut bedient. Wir starten. Please be mindful of docking bay protocol at all times. Wayland Yutani, building better worlds. Thank you.
SS Otago from Pioneer Control. All transit corridors show green. You are cleared to begin proving trials. Try not to hit the planet. Over. Can't guarantee that, Pioneer Control, but we'll see what we can do. Over and out. So Leute, allein dieses Intro ist schon grandios. Also man sieht, dass es hier halt eine Franchise-Umsetzung ist und eine richtig gute. Any news from Lisa Hayes? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn. Must be one hell of a hurricane to cut us from the whole planet. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates... How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price? Isn't here. And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. I don't care what McDonald says. Something is wrong here. I can monitor the cargo bay camera's security feed just as well from my office. So, wir bekommen hier jetzt einfach mal eine kleine Einführung. WASD ist die Kamerasteuerung. Mit Maustaste können wir das Ganze drehen. Q und E, also das ist so Standardprozedere. Raus und rein zoomen haben wir ebenfalls. Und wir können... sehen hier also unsere Ziele. Mit einem Rechtsklick können wir die Dame bewegen und dann läuft sie eben hier rein. Türen mit grünen Lampen öffnen sich automatisch, wenn sich der Charakter ihnen nähert. Auch das ist später wichtig, denn es gibt auch rote Türen und die sind dann einfach, die bleiben zu, die öffnen sich nicht. You look troubled, Administrator. Is there anything I can do to help? Thank you, Daniel. But no. I'm just having one of those days, you know? Another argument with Administrator McDonald. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind. Are you sure I can't be of assistance? No. It's my problem, and I'll take care of it. I just need to reach my office. Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. You'll need to detour through the cafeteria.
Okay, also erreiche dein Büro, um die Kameraübertragung für Laderaum 4 zu prüfen. Hier kommen wir jetzt nicht durch. Jetzt geht's also hier durch. Really? I have a friend. Also ich finde, das kann ich jetzt schon mal sagen, es ist sehr, sehr stimmungsvoll gemacht. Don't often see you in here, Administrator Hayes. Are you lost? Do you need me to show you to your room? Last I checked, you couldn't find your own ass with both hands. I'll pass. Und auch die, ja, die Möglichkeiten hier einerseits mit rausscrollen eine Übersichtlichkeit zu behalten, andererseits dann auch, wenn man doch recht nah rangehen kann und die Details auf der Karte, die Lichteffekte, die Schattenspiele. Ich kann euch später sagen, also die erste Mission, wir werden es ja dann noch sehen in diesem Angezockt, da kommt richtig gute Stimmung Supply rüber. Supply Shuttle Bentonville, secure for launch. All crews, this is your 2-minute warning. Shit. Need to hurry. Okay, also jetzt kriegen wir gezeigt, wie wir rennen. Bisher war rechte Maustaste einfach nur laufen. Wenn wir einen Doppelklick machen, dann rennt die Dame. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine rote Tür, die eben nicht aufgeht. So, jetzt sind wir in unserem Büro. Interaktive Elemente sehen wir hier zum Beispiel. Die werden hervorgehoben. Das ist jetzt sowas wie unsere Konsole. Dann haben wir hier die Möglichkeit, was wir damit machen wollen. Wir wollen den Computer benutzen. Welcome, Administrator Hayes. What's going on down there? I'll have to take a closer look. So, hier ist die Kacke also schon mal richtig am Dampfen. Und jetzt geht's drum, erreiche den Aufzug. Es geht also hier wieder zurück in Richtung Aufzug. Da ist er dann. Where's Chief Durant? Settling the labor dispute on the rally. Then you'll have to do. Gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble. Again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Okay, rein in den Fahrstuhl. Hier haben wir wieder ein interaktives Element. Oder? Nein, geht automatisch. Aufzug. Wir fahren in die Andockbucht. Before. What is the quickest way there? So, jetzt kriegen wir da eine Einführung in die Karte. Mit M öffnen wir die Karte. Auch das ganz gut. Wir sehen hier an diesem Trapez quasi den Kamerawinkel, wo wir hinschauen, können hier Wegpunkte setzen, wenn wir das wollen. Ja, und sehen jetzt, unser Ziel ist hier hinten. Wir sehen Türen eingezeichnet. Später sehen wir auch, ob diese Türen verschlossen sind, ob man sie öffnen kann. Also unser Weg führt uns jetzt hier hinten durch und hier rum. Also einmal links um. Hier oben sind wir die Stockwerke, das wird hier alles erklärt. Also dieses Tutorial ist wunderbar, ich muss sagen, also das kann ich euch nur empfehlen. Solltet ihr dieses Spiel spielen, dann macht's mit Tutorial und einfach nur auch, dass ihr mit der Steuerung sofort klar seid. Ich muss sagen, mir hat das extrem geholfen. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officer grades will automatically be deducted from leave allowance. So, wir gehen hier raus. Die ist grün, die ist rot. Dann war's rechts um. Und hier geht's rein. Help me. Hold on. You're going to be all right. Cargo Bay. These things came out of... Stay with me. Stay... Damn it.
So, im Laderaum geht definitiv etwas vor sich. Wir müssen hier rein. Die Blutspur ist schon ganz dick hier. Nimm die Waffe. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Jetzt geht's los. Wir haben eine Taschenlampe und das ist das, was ich auch gemeint habe mit sehr, sehr stimmungsvoll. Also ihr seht es hier, es ist dunkel, es kommt so ein bisschen beklemmendes Gefühl auf. Man kann hier nach wie vor mit rechts, bewegen wir uns so mit der linken gedrückten Maustaste, kann ich die Kamera, die Taschenlampe steuern und das meine ich, also das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Wenn wir loslassen, leuchtet sie dann wieder nach vorne. Und ansonsten können wir sie, wie gesagt, hier steuern. Wir gehen mal zu ihm und haben nach Waffe suchen. Dann seht ihr immer einen Balken, eine gewisse Zeit, die das in Anspruch nimmt. Und jetzt haben wir eine Waffe. That's the Bentonville. Okay, hier sollen wir hin. Bentonville ist dieses Shuttle. Tja, was war in den Dingern? Wir haben es ja im Vorspann schon gesehen. So, da kommt etwas. Die Tür verriegeln. Also schnell hier wieder rausspulen. Okay, Schweißgerät. Hier wieder einen Techniker untersuchen. Dauert einen Moment. Whatever that thing is, can't chew its way through a door. Damit haben wir Werkzeuge. Eine der Ressourcen, die man im Spiel findet, neben Medipacks und anderen Geschichten, aber das kommt dann noch. Und diese Werkzeuge, die benutzen wir, um Türen zu verschweißen. Also wir nehmen jetzt diese Tür hier und verschweißen sie. Das kostet ein Werkzeug, jetzt ist es quasi wieder weg. Damit ist die Tür zu. Das hat zwei Effekte. Zum einen natürlich hält es die Aliens zumindest eine Zeit lang auf. Und zum anderen kann man mit dieser Mechanik Schutzräume erschaffen, in denen. Aber naja, gut, da kommen wir später dazu. I thought I told you. What the hell was aboard the Bentonville? What are you talking about? The dock crew and Cargo Bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Power failure. Power failure. Engaging emergency generators. What just happened? Facehugger. Security. I need to get to security.
Okay, also. Auf geht's. Wir gucken mal auf M, wo wir hin müssen. Ja, das ist klar, hier rein. Security-Raum. Da erwischt es den nächsten. Wow. Sicherheitsteam tot. What the hell is happening? Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. You let the Lucid Echo to Pioneer Station. Please respond. What's going on over there? Otago? The Colonial Marines. USS Otago, this is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Can you hear me? Otago? Please copy. Is everything all right? Please copy. Damn it! Comms are down. I can't fix him from here. I need to get to the comms room. Okay, nächstes Ziel. Den Kommunikationsraum finden. Der ist hier hinten. Also, wir gehen wieder zurück. Louis? Are you in there? I need access to the comms room. Louis, answer me, damn it! Go away! You draw him right to us. Open the damn door! No way! It's staying locked to keep those things out! You think that'll help? They're in the vents. Vents? Ja, in den Lüftungsschächten. Und jetzt sind sie auch da raus. So, weiter. Oh. Alert. Alert. Station integrity compromised. Okay, da müssen wir jetzt außen rum das Feuer umgehen. Hier wieder durch die Cafeteria. Manning? It's out there. It's waiting for me. Manning, you can't stay here. No, no, it can't see me here. Go away. Go away. Okay, just keep your head down, right? Okay, wir gehen weiter und wollen zum Kommunikationsraum. Daniel, you all right? Deputy Administrator, it appears that these creatures have destroyed our communication system. Why would they do that? They're animals. Sorry, I have no idea. I wish I could help you further. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Daniel, our planetary quarantine protocols. They're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world... No, there's no choice. I could stop them. Deputy Administrator, you're only following the Weyland-Yutani containment procedures. The Cerberus protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right. Yes. Okay, es gibt nur noch eine Lösung, das Cerberus-Protokoll, und das besagt, dass irgendwie alles, was in diesem System ist, vernichtet werden muss, um zu verhindern, eben, dass dieses Shuttle das System verlässt. So, da wären wir. Wir haben die Konsole. Ups. Pause. Okay, mach mal, was ist jetzt?
zur Pause. Ach, hier. Warning, 3 ships detected. USS Otago, Bentonville, Baldrin. Will be caught in the high orbit interdiction radius. Please confirm command. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by. Stand by. Engaging targets. So, Bentonville hat's dann schon mal erwischt. So, wow. Also, jetzt geht's weiter. Feinderkennung, Grundlagen. Wenn dein Trupp auf einen Feind trifft und noch unentdeckt ist, erkennt der Feind deinen Trupp nicht sofort. Die Entdeckungsverzögerung wird durch eine gelbe Linie angezeigt, die vom Feind zu einem deiner Truppmitglieder läuft. Sehen wir hier. Und die Linie wird nach und nach rot. Wenn sie vollständig gefüllt ist, wird dein Trupp entdeckt. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, möglichst viel Abstand zu ihm wieder zu bekommen. Und hier haben wir dann Deckung. Du kannst deine Entdeckung vermeiden, indem du dich hinter einer Deckung versteckst. Deckungspunkte sind auf dem Boden mit einem kleinen grünen Viereck. Ihr seht dieses Viereck, das hier im gelben Kreis erscheint. Doppelklick. Dann rennen wir hier hin und gehen in Deckung. Wenn wir jetzt Control drücken, dann gehen wir auch in die Hocke. Jetzt müssen wir still sein und ihn einfach vorbeiziehen lassen. So, und jetzt sehen wir, wo er ist, an diesem roten Warndreieck. Da ist er. So, jetzt ist er. Jetzt kommt dieser Erkennungsmarker, deswegen bewegen wir uns jetzt weiter. Bewegen uns jetzt hier von Deckung zu Deckung, um hier rauszukommen. Und jetzt hacken Gas, da kommt der Erkennungsmarker wieder, aber wir sind, hui, fast schnell genug weg. Und da kommt er. Cover you.
lost contact with the Otago. Well, that's just great. I'm Sergeant Harper, USCM. You? Hayes, Deputy Administrator. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. All right, people. We're falling back to the dropship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. So, und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Trupp und das ist echt cool gelöst. Also wir steuern hier nicht jeden dieser Marines einzeln. Wir werden später, glaube ich, also später sind es 4. Ich weiß nicht, ob es auch noch mehr werden können im Laufe des Spiels. Jetzt aktuell sind es 3. Und wir steuern die als Trupp. Das heißt, ich setze meine Wegpunkte genau, wie wir eben die Dame gesteuert haben. Und die Marines führen diese Bewegungen dann aus und decken in alle Richtungen ab. Also das heißt, das ist eine Sache, die das Ganze auch wirklich entspannt. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier wirklich, wie bei anderen Echtzeitspielen, jede Figur, jeden Soldaten einzeln steuern, dann wäre ich definitiv raus. Das wäre mir zu chaotisch. Aber diese Lösung hier ist wirklich gut gemacht. So, wir bewegen uns mal hier. Und auch hier, ihr seht, wenn ich jetzt die Taschenlampe bewege, ja, es ist immer der entsprechende Soldat, der jetzt hier schaut. Wenn ich jetzt nach hinten schaue, dann macht er das. Wenn ich hier reinschaue, dann macht er das mit der Lampe. Wenn ich hier runter schaue, also das ist richtig gut gelöst, wie ich finde. Macht Laune. So, wir müssen hier raus. Ich ziehe jetzt dieses Tutorial durch, auch wenn die erste Folge jetzt vielleicht ein bisschen länger wird. Ansonsten möchte ich bei den angezockt Folgen wirklich so bei einer halben Stunde bleiben. Aber diese erste Folge, die wird jetzt ein bisschen Überlänge bekommen. Ich denke, das ist okay, weil diese Tutorial-Mission wollte ich jetzt nicht in 2 Teile oder so aufteilen. So, hier wollen wir gar nicht hin, sondern wir wollen... Wo müssen wir denn hin? Wir kommen hier nicht durch. Wir kommen hier nicht durch. Müssen wir hier rein. Wir gucken mal kurz auf die Kamera. Da müssen wir hin. Ah, hier geht's rein. You okay, Sarge? Eyes ahead. Something's coming. Harper? We've got movement. So, nächste Geschichte, Bewegungstracker. Der Bewegungstracker zeigt alle beweglichen Einheiten innerhalb eines Radius von 60 Metern durch einen weißen Punkt an. Also wir sehen hier unten auf der Minimap, wie und wo Gegnerbewegung ist. Und ob was auf uns zukommt, können dann dadurch schon versuchen, entsprechend auszuweichen. Manning? Where are you going? It's not safe here! It's not! Damn straight, but we'll get you out. No, you don't understand! It's here! It's here! Light it up! So, jetzt geht's los. Grundlagen des Schießens. Marines sind dazu ausgebildet, automatisch das Feuer zu eröffnen, wenn sie von Feinden entdeckt werden. Also auch das muss ich nicht manuell auswählen. Alles, was in Reichweite kommt, wird von den Marines unter Feuer genommen mit den Standardwaffen, die hier unten ausgerüstet sind. Sie eröffnen dann das Feuer, wenn sie gerade gehen. Während des Rennens können die Marines ihre Waffen allerdings nicht benutzen. Also mache ich einen Doppelklick, um zu rennen. Dann kann in dieser Zeit nicht geschossen werden. Bewegen sie sich normal, dann können sie gleichzeitig auch feuern. Eyes up! That thing's still out there! So. Take him out! Use the grenade! So, hier seht ihr die Kleinen, die hier kommen. Granate. Deine Marines können auf Fertigkeiten zugreifen, mit denen sie besser auf verschiedene Bedrohungen reagieren können. Drücke auf Space, um das Fertigkeitsmenü zu öffnen. Und da kommen wir jetzt zu einem kleinen Sonderpunkt. Also in dem Moment, wo ich
die Leertaste drücke. Und das ist jetzt eine Einstellung, die man in den... wir machen es erstmal. Wir machen, was das Spiel jetzt möchte, was Tutorial jetzt möchte. Wir feuern jetzt die Granate. Und da sehen wir hier oben Befehlspunkte. Wir haben Befehlspunkte 3 von 3. Und der Wurf dieser Granate kostet einen Befehlspunkt. Ich werfe die Granate jetzt. Zack. Die Dinger sind tot. Und ich habe hier einen Befehlspunkt verloren. Hier kriegen wir es auch nochmal erklärt. Befehlspunkte sind eine Ressource, die du ausgeben kannst, um Fertigkeiten einzusetzen. Also jede Fertigkeit außer der normalen Schüsse kostet einen Befehlspunkt. Befehlspunkte werden im Laufe der Zeit aufgefüllt, bis die maximale Kapazität wieder erreicht ist. Also 3 in dem Fall jetzt. Wenn du deine Marines verbesserst, kannst du diesen Maximalwert erhöhen. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Option. Das möchte ich euch an dieser Stelle nur kurz zeigen beim Gameplay. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, hier, Spiel pausieren, ja oder nein. Also in dem Moment, wo ihr Leertaste drückt, um eine dieser Fähigkeiten auszuwählen, wir werden später noch andere kennenlernen, außer den Granatenwurf, könnt ihr hier auswählen, ob das Spiel pausieren soll oder nicht. Wenn ihr das auf ausschaltet, dann läuft das Spiel in dem Moment in Zeitlupe weiter. Also es stoppt nicht komplett, es wird langsamer, aber es stoppt eben nicht komplett. Das ist einfach nochmal so eine zusätzliche Schwierigkeit. Und ich, wie gesagt, als eben nicht Echtzeit-Profi, ich habe mir hier diese Sonderfunktion gegönnt, dass das Spiel in dem Moment pausiert. Wenn ihr es also ein bisschen knackiger haben wollt an der Stelle, dann schaltet das einfach aus. Und dann ist während dieser Auswahlphase, während ihr dann auswählt, ob ihr eine Granate werft oder so weiter, läuft das Spiel dann in Zeitlupe weiter. We need that elevator. Punch it. So, hier drauf, Aufzug rufen. Tracker lighting up. All right. Set for suppressing fire and check your targets. So, Unterdrückungsfeuer, eine weitere Fähigkeit. Wir gehen wieder auf Space und haben anstatt der Granate hier das Unterstützungsfeuer. Hier wird es auch erklärt. Der Marine deckt einen ausgewählten Bereich ab. Das ist wie eine Art Overwatch, kennen wir aus anderen Spielen. Innerhalb dieses Bereichs bewegen sich die Feinde mit 70% ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit. Also die Feinde werden dort langsamer. Die Feuerrate des Marines wird verdoppelt, aber dafür verringert sich seine Treffsicherheit um 20 Punkte. So, wir machen das jetzt einfach mal. Der Marine, der Unterstützungsfeuer ausführt, kann nicht rennen, aber das sollte ja klar sein, weil sobald man rennt, kann man eh nicht schießen, wie wir vorhin schon erlebt haben. Also, ich wähle jetzt diesen Overwatch-Kegel aus. Und der Soldat deckt uns jetzt quasi, hält uns jetzt den Rücken frei, während wir den Fahrstuhl rufen. Daniel, is that you? Administrator Hayes, where are you going? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Cerberus protocols are in effect. I know, but we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. I'm sorry, Administrator Hayes. Stand down! So, jetzt wird hier gefeuert. Bring it down! What the hell was that? Und dann hier rein. Wir wollen in die Andockbucht. I've never even heard Daniel raise his voice. Sense, man. Creepy little fuckers. So, jetzt wollen wir die Pioneer Station verlassen. Hey, what a mess. Fuck! Incoming! Hold still, I'm... Oh no. What? Its blood is... some kind of acid. Fuck, what kind of blood type is that? Keep your distance, Marines. Latimer, you fit to move? I'm... not dying here. All right, let's get off this damn station.
Also, auch da lernen wir jetzt, dass die mit einer Säureexplosion sterben oder besteht eine Chance, dass sie mit einer Säureexplosion zerplatzen, wodurch bei allen Marines in der Nähe ein Punkt Schaden verursacht wird. Deine Marines können gleichzeitig gehen und schießen, also bewege dich stets in die entgegengesetzte Richtung der Xenomorphe, die auf dich zukommen, um eben nicht nebendran zu stehen, wenn sie platzen. Wir sehen hier unten, die grünen Punkte sind HP, also Lebenspunkte. Latimer ist jetzt erwischt, ist jetzt auf 2 Lebenspunkte runter. Sobald ein Soldat auf 2 runtergeht, bekommt er eine leichte Verletzung, die wohl zufällig ausgewürfelt wird. In dem Fall ist es eine leichte Verletzung am Bein, was seine Bewegungsgeschwindigkeit verringert und logischerweise dann die des ganzen Trupps verringert, weil wir ja als Trupp laufen. Die weißen Punkte hier oben drüber, die beiden weißen Striche, das sind Rüstungspunkte. Dann sehen wir hier, das ist das Stresslevel, da kommen wir später dazu, das ist jetzt in diesem Tutorial noch nicht relevant. Und die 82 oder 81 und 52, das ist der Munitionsstand. Harper hat jetzt am wenigsten, weil er oben diesen Overwatch gemacht hat und da hat er mächtig Munition rausgehauen. We need Latimer mobile ASAP. I'll break open the medkit. So, Gesundheitspunkte. Da kriegen wir genau das erklärt, was ich euch eben nochmal gesagt habe. Leben sind die grünen Gesundheitspunkte, Rüstung weiß. Wenn die Gesundheit eines Marines auf null fällt, geht er entweder in einen kritischen Zustand über oder er stirbt. Und dann das Thema Verletzungen. Wenn die Gesundheit auf 2 Gesundheitsbalken fällt, erleidet er eine Verletzung, in diesem Fall eine Beinverletzung. Bewegungsgeschwindigkeit verringert. So, jetzt können wir hier auch wieder interagieren. Wir nehmen Latimer, wählen Erste Hilfe. Hier oben haben wir jetzt die Ressource Sanitätsartikel. Werkzeug kennen wir schon, Befehlspunkte kennen wir schon, das sind Ladestreifen. Und hier haben wir eben Sanitätsartikel. Shit! Ach! Ruist, you're making it worse. Mish, don't be such a baby. Na, jetzt wird er verarztet hier und hat wieder seine 5 Lebenspunkte. Gee, thanks. Shit, they're in the wall. So, nächste Sache, die wir jetzt lernen, Schrotflinte, denn sie haben Side-Weapons praktisch, also zusätzliche Waffen noch mit dabei. Eine davon ist die Schrotflinte. Der am nächsten stehende mit einer Schrotflinte ausgerüstete Marine feuert einen Schrotflintenschuss ab, der in einem begrenzten Bereich Schaden verursacht. Schaden auf kurze Distanz 10 bis 20, Schaden auf mittlere Distanz 5 bis 10. Auch das kostet wieder einen Befehlspunkt, wie alles, was wir hier auswählen, hier drin. Switch to sidearms! Und dann sehen wir das hier. Ein Schrotflintenschuss verursacht mäßigen Schaden und betäubt getroffene Feinde in seinem Radius. Wir feuern jetzt auf das Viech. Those things are handy. Und damit haben wir es. Praktisch für den Nahkampf. Also wenn der Feind mal rankommt, dann sollte man das einsetzen. Hell of a time for a migraine. Seriously, Sarge? What's up with you? Move! Now! We're in danger! Sergeant Harper, pull it together! We have to leave! Yeah, yeah, I heard you! Corporal Hunslet, get your ass down here! Hot evac! Alright, alright! Air Hunslet inbound. Have your boarding passes ready. So, wende das Gelernte an, um zu überleben. Das heißt, wir werden jetzt als erstes mal hier Unterstützungsfeuer nach hinten rauslegen. Wir sehen, dass sie kommen. So, es wird gefeuert. More of them are coming! Hold your position, Marines! Well, don't worry, Hunslet, there's no rush. It's not like we're all gonna die. Fertigkeit. Pause und Zeitlupe. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir können hier im Optionsmenü zwischen Zeitlupe und Pause wechseln. Ich habe eben die Pause gewählt. So, sie kommen näher. Ich mache wieder mal eine Pause. Wir haben noch 2 Befehlspunkte. Wir nehmen den Granatwerfer und hauen den jetzt mal hier rein.
Mit Leertaste löse ich die Pause wieder, dann wird der Befehl ausgeführt. Would you look at that? Hell, she's taking a pounding. Otago, this is Harper. Do you copy? Hunslet, can you get us aboard? No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit, death trap. Damn it. At least those platforms are leaving us alone. They're designed for planetary quarantine, but Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe, but beyond that, it's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through in both directions. Cerberus, huh? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal? I don't know. Systems failure, maybe? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Hunslet. No problem. Fireball like that's hard to miss. So Leute, an dieser Stelle gehen wir raus aus der ersten Folge. Die USS Otago, ihr seht's, ist abgestürzt. Wir mit unserem Shuttle hinterher. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal ein bisschen um den strategischen Teil des Spiels kümmern. Wir lernen die USS Otago kennen, was man dort alles machen kann. Das Spiel hat natürlich noch so Sachen wie Forschung, Charakterentwicklung, also die Marines leveln, bekommen bestimmte Fähigkeiten. Man kann neue Waffen erforschen und so weiter und so fort und damit dann die Story vorantreiben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns morgen wieder mit dieser Angezockt-Reihe zu Alien Dark Descent. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.